Ich grüße alle, die wieder mit dabei sind, heute mit einem Let's Fail zu MechWarrior Online. Ich fange direkt an mit einer kleinen Schlacht. Aus dem Grund, ich habe eben versucht, schon das Menü zu zeigen. Aus irgendeinem Grund schmiert mir das Aufnahmeprogramm aber permanent ab, wenn ich das tue. Deshalb zeige ich euch einfach mal ein bisschen was in-game von dem Spiel, ist sowieso das Interessantere. Ein paar Worte werde ich, denke ich, aber auch nochmal über das Menü hier verlieren. So, jetzt bin ich im Team. Ich bin übrigens Karls Quell. Reactor online. Jetzt fährt er den Mech hier Sensors hoch und dann kann es online. eigentlich auch schon fast Weapons losgehen. online. All systems nominal. Ja, also alles, was blau ist, ist mein Team. Diese gestrichelte Linie da, die zeigt mir zum Beispiel die Base des Gegners. Das ist das rote Sechseck mit dem Stern drin. Da werden auch rote Dreiecke angezeigt. Das sind die Gegner selbst. So, ich gehe erstmal hier hinter in Deckung, dann kann ich noch ein bisschen erklären. Ich habe hier unten rechts habe ich meine Waffengruppen. Das ist sehr spärlich bei dem Mech. Ich habe nur zwei kleine Laser und zwei ER-PPKs. Oh, da ist schon Target einer. acquired. Der ist sogar in Reichweite, aber hinter dem Felsen, jetzt muss ich aufpassen. Ja, die Steuerung ist relativ anspruchsvoll, weil ich meinen Oberkörper hier bewegen kann mit der Maus und mit den WASD-Tasten sozusagen die Beine. Also ich kann in die eine Richtung laufen und in die andere schießen. Okay, meine New Kollegen target gehen schon acquired. gut drauf. Oh, das ist ein Atlas, also Target nicht zu verachten, acquired. also ein ganz schwerer Mech. Ich greife jetzt einfach mal mit an, damit ihr auch ein bisschen was seht. So, oh, das ging aber ganz stark in meine Richtung. Ich versuche jetzt mal außen lang zu laufen. Oh, da ist schon der nächste und noch einer. Also die kommen alle übers Wasser. Hat auch einen Grund, also im Wasser wird der Mech mehr gekühlt, sprich, ich kann mehr schießen. New target acquired. Ah, das ist schon mal nicht gut. Ich drehe lieber mal um. Wenn ich das denn noch schaffe. Also ihr merkt schon, ich werde fast stumm, weil ich mich einfach sehr konzentrieren muss. So, mal schauen, was ist das? Ein Jagermech. Aha. Also, mein Mech ist schon so gut wie kaputt. Ich versuche jetzt einfach mal noch in die gegnerische Base zu kommen. Ihr seht links an meinem Schadensmodell, ich habe schon keine Arme mehr. Und jetzt habe ich auch keinen funktionierenden Mech mehr und bin hier. Es war eine sehr erfolgreiche Runde. Habe ja immerhin fast 3 Minuten überlebt und fast nichts an Damage gemacht. Hier, der Knopf ist ganz lustig eigentlich. Dann kann ich meinen Kollegen zuschauen. Ja, also das sitzen wir beim ZYX007. Mal gucken, ob der es besser macht als ich. Ihr seht oben links, ich bin aus der Gruppe der Einzige, der schon tot ist. Ich hätte das auch ein bisschen mit mehr Weitsicht spielen müssen. Aber ich wollte jetzt auch ein bisschen was zeigen. Und wie gesagt, an der Steuerung ist einiges geändert worden. Da muss ich erstmal wieder reinkommen. So, ihr seht ganz oben in der Mitte, das ist ja die Matchzeit, die es maximal dauern kann. Unsere Gegner haben schon 4 Kills und wir haben erst 2 gemacht. Das ist nicht so dolle. Und hier unser Katapult vorne. Das wird auch ganz stark beschossen, aber Kollege hilft schon. Ah, den dürfen wir doch schaffen, der ist das. Das ist ein kleinerer Mech. Ja, er visiert ihn nicht an. Braucht er auch eigentlich nicht. Er hat
dieses rote Viereck, das man um den Mac manchmal sieht, das ist für Raketen halt sehr gut. Beziehungsweise ist nötig einfach, sonst treffen die nicht. Er schießt jetzt hier mit der Gauss Rifle. Die ist ziemlich heftig, aber damit zu schießen, das will gelernt sein. Die hat aber dafür eine sehr hohe Reichweite. 660 Meter ist schon... Das ist schon eine hohe Reichweite, ja. Die PPK, die ich hatte, hat noch mehr. Ach, die sind schon fast in unserer Base. Jetzt hat er es übertrieben und hat zu viel Hitze erzeugt. Der Mac ist runtergefahren. Ah, 4 gegen 1. Das war's. Und bevor wir jetzt ins Menü kommen und mir das Aufnahmeprogramm abschmiert, sage ich bis zum nächsten Mal.